Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von Nähen mit Burda. Heute nähen wir das Modell 3A, das auf dem Cover der Burda Easy 2401 zu sehen ist. Dieses Shirt ist super schnell genäht und durch die Teilungsnähte in der vorderen und rückwärtigen Mitte auch super wandelbar. Die Säume werden mit der Zwillingsnadel genäht und der Halsausschnitt mit einem schmalen Bündchen verarbeitet. Wir verwenden den Originalstoff aus dem Magazin. Einen weichen Jersey aus Baumwolle mit einem bunten grafischen Muster. Der Stoff ist von unserem Partner C. Pauli, dem Spezialisten für GOTS-zertifizierte Biostoffe. Zusätzlich benötigst du farblich passendes Nähgarn, Stecknadeln, Nähmaschinennadeln und eine Zwillingsnadel. Für das problemlose Vernähen von Jersey-Stoffen empfehlen wir die Schmeds Jersey-Nadel in Nadeldicke 80. Das besondere Design der Nadel wirkt gegen Fehlstiche und schützt durch ihre Kugelspitze den Stoff. Außerdem benötigst du eine Stoffschere, ein Maßband, Schneiderkreide oder einen Kreidestift, einen Stift, ein Lineal, ein Kopierrädchen und das Burda-Style-Kopierpapier. Vergiss nicht, zunächst deine Körpermaße zu messen und mit den Maßen in der Tabelle im Heft zu vergleichen. Auf diese Weise findest du die richtige Größe für das Modell. Schneide die Teile 1 bis 3 aus. Wie du die Schnittteile platzsparend auf dem Stoff anordnest, siehst du auf dem Zuschneideplan im Nähjournal. Zeichne die Konturlinien sowie die Naht- und Saumzugaben laut Anleitung auf den Stoff. Übertrage auch alle Markierungen und Querstriche auf den Stoff. Um die Querstriche und die Konturlinien auf die andere Stoffseite zu übertragen, verwendest du am besten ein Kopierrädchen und das Burda-Style-Kopierpapier. Bevor du die Schnittteile vom Stoff entfernst, legst du das Kopierpapier vorsichtig unter den Stoff und bewegst das Kopierrädchen entlang der Konturlinie des Schnittmusters und an den Querstrichen. Eine genaue Anleitung findest du beim Kopierpapier. Teil A wird direkt auf den Stoff aufgezeichnet und ausgeschnitten. Die Maße findest du in der Tabelle in der Anleitung. Los geht es mit der vorder- und rückwärtigen Mittelnaht. Lege die Rückenteile rechts aufeinander. Stecke die rückwärtigen Kanten aufeinander. Lege auch die Vorderteile rechts und stecke die vorderen Kanten aufeinander. Steppe anschließend die vordere und rückwärtige Mittelnaht. Versäubere die Zugaben und bügle sie auseinander. Weiter geht es mit den Schulternähten und dem Halsausschnitt. Lege das Rückenteil rechts auf das Vorderteil und stecke die Schulterkanten aufeinander. Steppe die Schulternähte, versäubere die Zugaben und bügle sie auseinander. Falte nun das Halsbündchen rechts. Steppe die Schmalseiten aufeinander und bügle die Zugaben auseinander. Falte das Halsbündchen längs zur Hälfte, die linke Seite ist innen. Stecke die offenen Kanten aufeinander. Lege das Halsbündchen rechts auf den Halsausschnitt. Die Naht trifft auf eine Schulternaht. Stecke das Halsbündchen ringsum fest. Steppe das Halsbündchen leicht gedehnt mit einem flach eingestellten Zickzackstich fest. Schneide die Zugaben auf 7 mm Breite zurück. Versäubere die Zugaben zusammengefasst und bügle sie in das Shirt. Weiter geht's mit den Ärmeln. Lege den Ärmel rechts auf den Armausschnitt und beachte dabei folgende Punkte. Die Querstriche 2 an Vorderteil und Ärmel treffen aufeinander. Der Querstrich der Ärmelkugel trifft auf die Schulternaht. Steppe den Ärmel fest. Schneide die Zugaben auf 7 mm Breite zurück, versäubere sie zusammengefasst und bügle die Zugaben in den Ärmel. Lege anschließend das Vorderteil rechts auf das Rückenteil und falte die Ärmel fortlaufend zur Hälfte. Stecke die Seiten- und Ärmelnahtkanten, die Ärmelansatznähte treffen aufeinander.
Versalbere die Zugaben und bügele sie auseinander. Jetzt fehlt nur noch der Saum. Versalbere die Saum- und Ärmelzugaben, bügle sie nach innen um und stecke den Saum fest. Für den Saum empfehlen wir die Schmeds Zwilling Stretch Nadel in Dicke 75 und einem Nadelabstand von 4 mm. Setze anschließend die Schmeds Zwillingsnadel ein und fädle zwei Oberfäden in deine Nähmaschine ein. Steppe die Säume von der rechten Seite mit 2,5 cm Abstand zur Kante. Die Oberfäden bilden zwei parallele Stepplinien, während der Unterfaden Zickzackstiche bildet. So bleibt die Naht elastisch. Und schon ist dein neues Shirt fertig. Als stylisches It-Piece oder einfach als zeitloses Basic in deinem Kleiderschrank. Wir bedanken uns bei unserem Partner C. Pauli und Schmeds und hoffen, du bist auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Nähen mit Burda.